Gut, dann machen Ja, wir und erstmal weiter dann. mit Prodigy ansonsten. Ja, Brundigian hat jetzt nicht so den spontanen Geistesblitz, also der wartet erstmal ab, was Jalan vor sich hat. Der hat ja gesagt, ich soll mich bereithalten. Jalan würfelt jetzt einmal eine Intuitionsprobe. Das kann ich. Und auch gerne Sinnschärfe hören. Verdeckt oder offen? Das kannst du offen würfeln. Hat sowieso kein Chippy. Dann merkst du, wie sich jetzt Gestalten ranschleichen. Und da müssen wir jetzt auch keine Hören mehr nachschieben. Du siehst jetzt, wie oder du spürst, wie 10 Samurojins ihre Schwerter ziehen. Okay, 3, wir hatten keine 2, Passphase 8, mit denen 10. ausgemacht. Du spürst jetzt, dass sie auf dich loslaufen und Sturmangriffe gegen dich führen. 3, Ich nehme die Hände 2. hoch. Halt! Halt! Ihr kennt mich! Aber ich stelle mich so, dass ich im Notfall aus dem Weg springen kann, was vermute ich trotzdem. Ja, also, wie gesagt, sie machen jetzt Sturmangriffe und die werden nicht abgebrochen. Du hast die Intuitionsprobe geschafft. Entweder du fängst jetzt an zu kämpfen oder wegzurennen. Sonst wirst du jetzt zerschnitten. Gut, dann renne ich. Gut. Ja, schmeiß mir mal eine Athletikprobe. Immerhin etwas kann ich. Immerhin etwas. Gut, dann gibst du Hackengas. Und also du kannst jetzt die Rechnung aussuchen. Du kannst eben auch in die Fallen rennen, hier in den Weg rein oder so. Du wirst halt auch aufgespießt, das ist mir egal. Wie willst du da Nee, laufen? natürlich nicht. Dann renne ich zurück zum Lager. Alles klar. Ja, dann kann jetzt auf alle Fälle Rodrigo erkennen, wie Yalan wieder zurückgesprintet kommt und hinter ihm 10 Samurojins, die dann ihren Sturmangriff abbrechen, bis hierhin rennen. Einer schmeißt einen Diskus. So, dann gucken wir uns mal die Maraskana an. Diskus. So, Fernkampfwert 22. Es ist dunkel, ja, dann ist Menschen groß. Schauen wir mal, ob sie treffen. Die treffen. Kampfdiskus. Dann bekommst du 11 TP abzüglich deiner Rüstung, bekommst du 6 SP in den Rücken. Rücken, alles klar. Das ist zum Glück keine Wunde. Ja, es wird einmal, du wirst schmerzhaft getroffen, irgendetwas prallt von deiner Rüstung ab. Du spürst, wie deine Wunde, die dort hinterher gelassen wird, heiß brennt. Und stolperst dann über die Brücke in Richtung von Aurelio. Dann verschwinden die Samurojins wie Geister wieder zurück im Urwald. Ah, Scheiße. Kannst du Scheiße, vergessen, Mann. Mann. Kannst du vergessen. Gibt nichts. Ist alles im Eimer. Kannst du vergessen. Ah, das ist bestimmt vergiftet. Haben die dich getroffen? Was? Du nutzt doch Gift, die Affen. Ist glaube ich nicht durchgekommen. Sieht nur. Schau mal kurz, ist durch? Schau. Er ist auf jeden Fall durch, du blutest. Heilkunde Gift, Rodrigo. Pff. Habe ich nicht eingetragen. Was muss ich dafür für Attribute würfeln? Entschuldigung, ich habe Heilkunde Gift nicht als Attribute eingetragen. Weißt du? Talent, Handwerk, Heilkunde, Mut, Gift, Klugheit, Mut, Intuition. Klugheit, Intuition, genau. Ja, sieht halt rot aus Ich und es setze Glück blutet. ein. Ich setze Glück ein und Ja. wiederhole die 19. 10. Dann hätte ich die Probe zwar nur 2 Punkte, aber 2 von 2 Punkten geschafft. Das ist vergiftet, definitiv. Ah, das sieht mir ja schon. So habe ich schon mal gesehen, das Gift. Du bist so ein Trottel, ne? Wie gut, dass Perdido gerade nicht da ist, sonst wird er dich halt nochmal schlagen. Hätte recht, ich bin so ein Trottel. Ich habe gehört, viel Trinken hilft dagegen. Für ein Gehört, viel bisschen Trinken hilft dagegen. Silbenkraut da reinrennen. Ich habe da noch was, Moment. Er kramt da so in der Tasche. Ja, das ist so ein kleiner Schluck Schnaps, aber trink den mal. Und er gibt ihm jetzt den Heiltrank, auf dem steht, nur im Notfall. Ja, danke. Ja, Thyakramund macht die Hand auf, reibt sich immer mit dem Daumen über die offene Handfläche. Also für, ich sag mal, 5 Silber habe ich das nicht gesehen. Schaut so ein bisschen rüber zu Aurelio und er auch nicht. Genau. Fünf Silber sind gut. Vor allem kriegen sie gerade meinen Schnaps weg. Ansonsten muss Als ich das natürlich Abschneider. Perdido melden. Ja, ich drück's ihm in die Hand. Hast du denn 5 Silber? Ich habe tatsächlich noch knappe 7 Dukaten. Okay. Und was mit mir? Kriege ich nicht noch 5 Silber? Oh, er hat doch gesagt, du auch. Ja, nimm sie Ja, ich einfach. auch, genau. Ja, gut so, danke schön.
Bruder. Dyakram und schaut dich so ein bisschen an und wartet jetzt darauf, dass du den Heiltrank wohl trinkst. Muss ich ihn hau mal weg den Alkohol, der neutralisiert Gift, hoffe ich. Muss ich ihn jetzt wohl gezwungenermaßen weghauen. Was kann ich denn, weißt du, unsere Jungs sind noch vorhin so wunderbar rausmarschiert, kann ich denn wissen, dass die auf den einen einzelnen warten? Na, sag ich ja. Grinst er dir zu, lässt sich vorbei. Du wirst auch selten dämlich, oder? Sagt Rodrigo und lächelt dabei so böse, wie Rodrigo nur lächeln kann mit seiner Arroganz. Hör mal, Kumpel, lehn ihn nicht so weit aus dem Fenster. Alles klar, Bruder, fällt über, alles klar. Ja, du spürst immer noch den Blick von Dyakramund und auch von oben schaut dir Agribalric rein. Ja, die schauen jetzt so in den Heiltrank, den du hast. Ich geb den weg, ich hab's schon gesagt. Ja, alles klar, dann kriegst du jetzt einen F-Trank. Ach du Scheiße. Das heißt, in den nächsten 2 Wochen wirken keine anderen Tränke und wir können gerne nochmal nachgucken, wie viel LEP du bekommst. Du bekommst die aber auch über dein Maximum hinaus. Wie gesagt, ich muss kurz nachgucken. Geht gerade rapide den Bach runter. Tja, aber wer weiß, ob das Gift dich sonst getötet hätte. Outtime so. Gesagt. Outtime gesagt, der ich F-Trank versuche hier nur Geron zu retten. 3W6 plus 25 LEP. Würfel mal aus, 3W6. Das sind 9 plus 25 sind 34. Das heißt, du kannst jetzt mal deine Lebenspunkte plus 34, wie gesagt, über das Maximum. Und der neutralisiert auch Gift dahin. Da habe ich 50 LEP. Ja. Dann kannst du vielleicht dich jetzt mal mit Perdido duellieren. Weißt du, was das. Sorry, ich klammer zu viel hart an. Ja, wir geben weiter an Ephadaios. Der hat jetzt gerade diesen Wasserfall vor sich entdeckt. Das schöne, schimmernde, silbrige Wasser. Und du kannst sehen, wie dort jemand steht. Naja, es ist kein wirklicher Strand oder sowas, sondern naja, so ein kleines, kiesiges Auslaufbecken. Und du siehst, wie dort ein alter Mann steht, in mittelreichischer. Ist das eine Uniform? Ein Mittelreicher, der gerade eine schöne Frau wirkt. Die Frau selber ist vollkommen nackt, braun gebrannt, wie eben eine Maraskanerin. Du siehst, wie sie da stehen und, beziehungsweise er steht, kniet über ihr und wirkt sie gerade. Stirb! Stirb! Was tust du? Hey, ihr da! Er scheint nicht zu reagieren, scheint dich gar nicht zu hören. Und lässt sich weiter auf sie fallen. Er ist viel schwerer und viel älter also als die genau, junge Frau. Wo genau sind die hier unten? Oder? Irgendwo an so einem kiesigen Auslaufbecken von diesem Wasserfall, in diesem kleinen See. Stehen da, okay. Wie gesagt, sie liegt dann eben nackt, wie sie ist, zerschundener Körper. Und er kniet auf ihr und wirkt sie gerade zu Tode. Okay, wo stehe ich? Irgendwo am Rande dieses Dschungels, ungefähr 10 Meter noch zwischen euch. Okay, dann stürme ich jetzt auf ihn zu und möchte einen Angriff auf ihn machen. Okay. Sturmangriff oder einfach... Nee, normaler Angriff. Ich habe keinen Sturmangriff. Ja. Der kniet. Er ist kniet, ja. Okay. Das ist eine Dreierleitung, glaube ich. Glaube ich auch, ist klar. Ja, ich würde die Attacke machen. Mhm. Jo, dann springst du nach einem kurzen Sprint auf ihn und tackelst ihn um. Er hat den Effortbart benutzt. Genau, den Effortbart zugestochen. Okay, mit dem Effortbart. Ja, ich sehe es gerade. Dann zieh dich auch nochmal auf Size Mittel, Medium, Damage. Und spießt jetzt den Mittelreicher auf. Okay. Ja, würfel mal Schaden. Oh, okay. Dann siehst du, wie er dich fassungslos anblickt. Er hat noch mit seinen beiden Händen, jetzt eben hat er sie noch gewürgt, jetzt fester mit seinen beiden Händen an den beiden Zangen deines Effortbarts an und sieht das blutende Loch oder die Löcher in seinem Bauch. Was zum... Geht in die Knie. Maraskanerin, was ist denn deine Freunde hier in der Nähe? Sag schon! Die kommt gerade zur Luft. Siehst, wie sie komplett rot und blau am Hals ist. Hilf mir, haut sie dir noch zu. Deutet nochmal auf diesen Mann, der da bärtig wie er ist, immer noch auf deinem Effortbart aufgespießt ist. Ich schau mir seine Uniform an. Wer bist du?
Er lallt irgendwas, du kannst ihn nicht genau verstehen. Es ist wohl mittelreichisch, aber er scheint seine Zunge nicht mehr ordentlich bewegen zu können. Was ist das für eine Sprache? Ich pack ihn, also ich lasse ihn einfach los oder in ihm stecken. Pack ihn an seiner Uniform und ziehe ihn aus dem Wasser und drehe ihn auf die Seite, dass er seine Zunge nicht verschluckt, aber auch dann halt nicht irgendwie in einem knietiefen Wasser ertrinkt. Also Festnagel. Nee, also einfach den Effort Bart in seiner Position lassen und ihn jetzt da längs schleifen. Okay. Sag schon, wer bist du? Was für Sprachen sprichst du? Schau mal bitte nach. Also ich habe das jetzt gerade auf Gariti gesagt. Genau. Schau mal bitte nach. Er hatte ja auch die entsprechende. Ja, ich schaue gerade Schau mal nach. nach. Ich spreche Bosparano Gareti, Zyklopäisch. Und ich habe zumindest eine Ahnung von dem, oder weiß ich gar nicht, was es ist. Ologaijan? Hologaijan, Orbit. Okay. Also das habe ich auf Null. Okay. Vielleicht würde ich es erkennen. Das war's. Hm? Es ist eine Sprache, die dich ein bisschen ans Bosparano erinnert, ein bisschen ans Gereti, aber noch älter klingt. Kannst du es nicht genau verstehen? Eben hat er wohl noch Geretisch gesprochen. Ist das eine unterseeische Sprache? Ich wechsle aufs Zykopläisch. Sage mir, wer bist du? FRD. Ja, bin ich. FRD. Ich schaue mir noch genauer an. Hat er vielleicht das Plattgut an irgendwo in seiner Uniform, als wenn er auch ein Geweihter wäre? Er trägt so ein bisschen Marineblau, würdest du sagen? Vielleicht ist das eine Offiziers- und dann kann er eher eine Seemannsuniform, würdest du sagen. Vielleicht irgendwie aus einem Mittelreich, aber etwas älter. Wie auch immer sowas herkommt. Vielleicht aus Retos-Zeiten. Schwer einzuschätzen. Der Mann ist auch. Er ist alt, aber du kannst nicht wirklich sagen, wie alt er ist. Könnte 50, 60 oder 70 sein. Und dann merkst du, wie neben dir die Maraskanerin gerade Luft holt und einmal aufstößt. Danke. Danke. Wer ist der Typ? Er wollte mich umbringen. Ja, aber wer ist das? Bring mich hier weg. Bring mich hier weg. Du bist ein Eferdi? Ja. Ich weiß nicht, wer er Ja. ist. Ich schaue mir mal seine Wunde an. Wird er hier sterben? Ja, also er hätte jetzt den Effortbart irgendwie in seiner Brust stecken, aber wenn du den jetzt rausziehst mit den kleinen Widerhaken von deinem Spieß, das könnte wehtun und wenn du dich jetzt nicht um ihn kümmerst, dann stirbt er hier wohl, ja. Er ist ein böser Mann. Bring mich hier weg. Muss mich verstecken. Okay, ich ziehe den Effort-Bart aus ihm raus. Sie steht jetzt auf, du kannst sehen, wie ihr Körper auch sehr nass ist. Wie gesagt, sehr nackt und auch ihre Haare sind nass, hängen an ihrem Körper herunter. Sie sieht echt gut aus, musst du sagen. Auch wenn du dafür jetzt gerade keinen wirklichen Blick hast, aber steht sie auf und schaut sich jetzt ängstlich um. Ich weiß nicht, vielleicht sind da noch mehr von ihnen. Ja, hier sind noch mehr. Versteck dich hier im Wald. Aber so, dass du hier noch das Wasser hören kannst. Wenn du nachher ein lautes Platschen hörst, dann komm raus und such nach mir. Was Hast du das verstanden? machen wir mit ihm? Den lassen wir erstmal hier liegen. Los, in den Wald, versteck dich! Ja, du blickst dich um und siehst, wie hinter dir Hock steht. Schau dich an. Was? Versteck dich, Hock, Mann! Versteck dich, das war noch nicht das Zeichen! Was ist mit dir? Ich weiß auch nicht, wer ist. Los in den Wald, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Ja, Hock läuft so ein bisschen am Waldesrand entlang, läuft immer um diesen See herum. Als du dich wieder Okay. umblickst, kannst du sehen, dass beide verschwunden sind. Ich schaue auf das Wasser und sehe dann die Mondreflexion und. Ja. Man verliert sich einfach daraus für einen Moment in den Gedanken.
gut. Bascha ist kurz AFK. Dann gehen wir doch weiter zum Tor, zu Yalan und zu Aurelio. Ich bin komplett durch. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich meine, ich weiß, was ich tun kann, aber... Du siehst aus, als wenn du noch eine Sache vertragen könntest. Fühlt sich gesund. So gesund wie nie. Du fühlst dich stark. Das Blut pumpt in deinen Adern. Die Wunde, die du eben kassiert hast, sie ist einfach verschwunden. Muss ja niemand wissen. Der Tyakramund lässt gerade die 5 Silber in seiner Hosentasche verschwinden. Herr Tyakramund, wie ist das eigentlich, wenn man hier Dienste tauschen will? Ist das okay oder sollte man das lieber nicht machen, weil sonst die... Er nickt Richtung zur Mine, weil sonst die Leute da durchdrehen, du weißt schon. Nee, Dienste tauschen ist okay, kannst halt machen. Muss ich mit dir rein. Alles klar, will ich nur wissen. Gut, ja, ihr seid jetzt in dieser Mine gefangen. Wenn Wascha wieder da ist, können wir sie gerne thematisieren, aber ansonsten, was ist euer Plan? Ja, dann kann hier ziemlich frei herumlaufen. In nur 6 Stunden muss er wieder volle Wache stehen, und zwar 18 Stunden. Und wenn du jetzt nicht schlafen gehst, dann wird das ein sehr, sehr langer, anstrengender Tag werden. Ich kann jetzt entweder die Ablenkung auslösen, dann ist Geron am Arsch. Oder nicht, dann sind wir alle vielleicht am Arsch. Hey, Tyakramund, wie ist das eigentlich, wenn hier Alarm ist? Wie funktioniert das Ganze? Naja, wir bleiben alle auf Posten, weil wir lassen uns nicht raus in den Dschungel locken. Mhm. Wir verstärken diese Brücke, weil das ist der einzige Weg rüber. Ja. Ja, dann gehen wir von hier aus. Aber da kann auch jeder über den scheiß Abgrund springen. Ich meine, das kriegst du doch selbst hin in Rüstung. An den meisten Stellen. Ja, das ist schon richtig, aber die wenigsten kommen dann eben an uns vorbei. Wir haben unsere Kurzbögen. Und wie gesagt, die Endoriumgarde ist auch schnell genug vor Ort, selbst wenn die jetzt unten in der Mine drin sind. Ich weiß gar nicht, wie die das mitkriegen, aber irgendwann sind die dann schnell genug draußen. Wobei, wenn ich mich recht entsinne, das hat wohl eher was mit Tigrim zu tun. Tigrim al-Jalut, die Speikoper. Das ist wohl auch einer von denen, aber der hat dann eher sich Leukramot verpflichtet. Der ist ziemlich pfiffig. Also ziemlich schnell, meine ich. Wie meinst du das? Schnell? Der kann schnell laufen, oder was? Ja, genau. Der sitzt dann immer unten in der Mine, oder was heißt immer, aber ab und zu. Und ja, wenn irgendwas ist, dann das ist unser Läufer. Muss mal sehen, wie schnell der in Jagern ist. Echt? Da gibt's Treppen, die man hoch und runter rennen kann in der Mine? Ja, in der Mine haben wir einen Fahrstuhl. Der wird dann runtergelassen. Der ist schnell? Nee, aber er kann auch klettern. Also wenn der irgendwie losläuft, der rennt auch einfach über die Berge rüber. Echt? Das ist ja voll hart. Das ist der Bodenläufer von denen, oder ich glaube auch Attentäter und sowas. Muss mal sehen, wie der bewaffnet ist. Ich glaube, der war vorher noch oben, ne? Habe ich nicht gesehen, richtig. Der war so ein bisschen verschwommen, ne? Ja, richtig. Was sieht er mit den Augen? Ja, die meisten Leute denken, der kommt aus Maraskan, weil der so aussieht wie die Ninjitsus, aber der kommt eigentlich aus Fazaar, ist ein Schattenkämpfer. Ach so. Fazaar ist auch eine Drecksstadt. Das ist derjenige, der sich dann hier für Leugramot verpflichtet hat, und wir haben auch noch andere Bodenläufer. Wir haben hier so eine Hexe. Die fliegt in ihrem Hartholzharnisch herum. Okay. Was mit Lolgrim? Der klingt schon so. Hat er da auch? Nee. Typ mit der Peitsche. Nee, das ist glaube ich auch einer von Belhalhar, aber keine Ahnung, wie die Namen bekommen. Vielleicht war das noch von früher oder so, aus der Invasion der Verdammten. Ja. Nee, die meisten Männer von Perdido haben Belhalhar-Pack. Kannst sehen, immer wenn er dieses Wort sagt, Belhalhar, siehst du, wie so eine Wutader auf seiner Stirn sich bildet. Ja. Bruder Weibel, wie lange braucht man eigentlich, um Weibel zu werden hier in der Gabel? Kommt drauf an, wie viel man kann und wo man herkommt. Achso, ihr meint, weil ihr helle Haut habt, seid ihr prädestiniert dafür, eher aufzusteigen oder was? Ja, vor allem, wenn irgendwo herkommt, so viel gekämpft wird, dann wirst du natürlich auch schneller befördert, weil du viel gekämpft hast. Alles klar. Kommt auch drauf an, was du vorher gelernt hast. Kommt natürlich auch drauf an. Aber wenn du natürlich den ganzen Tag hier in der Mine auf dem Hintern sitzt und die keine neuen Weibel brauchen, dann gibt's auch keine neuen Weibel hier. Mach's gut. Ich werde zusehen, dass ich in Co hier komme. Muss morgen schließlich Wache stehen. Tu das. Mit deinem Vieh grinsen.
verabschiede dich. Ich klopfe Aurelio nochmal auf die Schulter, werfe mir bedeutungsschwangeren Blick zu und bin geschlagen und entkräftet fort. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, Alan, denn ich weiß, was er tun soll. Es ist ein neues Gefühl und kein gutes. Moment, wenn Jalan jetzt mal so in die Mitte der Stadt kommt. Gerade hier oben ist, schaut man so Tiakram und sag mal, wenn ich dir meine 5 Silber gebe, glaubst du, du kannst dir irgendwie so eine halbe Stunde alleine Wache halten? Die Dings sind ja auch gerade nicht da. Nee. Echt, warum nicht? Das ist zu gefährlich, das ist... Scheiße. Also, Wache tauschen ist okay, aber das machst du halt vorher. Aber ich stehe sicherlich nicht allein. Dann tötet Perdido nicht nur mich, sondern auch dich. Alles klar, ich verstehe, wie der Hase läuft. Dankeschön. Ja, wenn ja, dann nicht hintergehen. Okay. Stattdessen verabschiedet sich von DJ mal bei seinem Kollegen da mit dem Klassiker, ich gehe mal pissen. Und ja, verschwindet dann in diese Richtung, dass Jalan ihn auf jeden Fall sieht. Dann hier hinter. Dann gehe ich wohl zum dritten Mal in einer Stunde pissen, wie es scheint. Außer mich beobachtet gerade jemand. Ja, was du halt in deiner Freiwache machst. Wenn du halt Blasenschwierigkeiten hast, niemand weiß, was du wirklich in Tutsack gemacht hast und wenn die Bordelle halt schlecht sind, dann musst du halt ein paar Mal öfter gehen. Na, vielleicht wickst du die auch die ganze Zeit oder so. Ich meine, Soldaten sind doch vieles gewohnt, was das angeht. Ja, wir machen erstmal weiter, während ihr euch überlegt, was passiert mit Wascha. Die ist jetzt wieder da und hat das Endurium vergraben. Ich vermute mal, du willst dann auf der richtigen Seite am Waldesrand zu Kasim laufen. Ich überlege gerade, wäre es logisch, zu Kasim zu laufen? Also Endurium hast du auf alle Fälle vergraben, wir schieben das einfach mal hier hin und du stehst dann auch irgendwo da in der Nähe, also du bist natürlich dann ein paar Meter weiter gerannt, aber... Eigentlich wäre es eher logisch, ins Lager zurückzulaufen. Habe ich denn eigentlich irgendwas davon mitbekommen, dass Ephadaios und Co. da rausgegangen sind aus dem Tor? Weil das habe ich ja im Prinzip als nicht mitgekriegt. Aber wenn ich da in diesem Feldspalt war, habe ich ja im Prinzip mitgekriegt, dass irgendjemand über die Brücke gelaufen ist, oder nicht? Nee, das war kurz vorher. Du bist dann ja auch die Berge runtergestiegen. Mit dem Endurium hat das alles ein bisschen länger gedauert. Und du hast vielleicht mitbekommen, dass da 10 Leute raus sind, aber dass das Elfadaios war auf gar keinen Fall. Nee, aber dass da unplanmäßig quasi irgendjemand raus ist, das habe ich schon mitbekommen. Ja, das hast du mitbekommen. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, wahrscheinlich Richtung Lager zurück. Gut, dann auf der richtigen Bergseite wieder nach Norden, die Berge hoch, wahrscheinlich die Strickleiter wieder mitnehmen. Die hatte ich ja eigentlich hängen lassen auf der anderen Seite. Die hast du hier noch hängen lassen. Genau, die wollte ich ja ein bisschen verstecken und abschneiden, habe ich ja gesagt. Und dann wäre ich so weiter. Gut, das heißt, du stehst ja so irgendwann wieder hier oben. Also quasi in die Richtung hier. Ja, wo, wie, was? So. Ach da, okay. Achso, also du willst dann ja doch wirklich zu Kasim. Oder? Wo ist denn das Lager jetzt geografisch gesehen? Na, welches Lager meinst du? Das von den Buakiji Marasna? Genau, wo wir die ganze Zeit waren. Genau, das ist also irgendwo hier. Ja, dann wollte ich zurück. Radijian und Yala. Yalajian, was ist jetzt? Wir sind am Arsch. Wir sind so richtig am Arsch. Okay, pass auf. Erstens, Geron steht auf dem Turm. Das heißt, wenn wir die Ablenkung auslösen, ist er erledigt. Zweitens, scheinbar ist die allgemeine Ansage hier, dass man im Fall eines Angriffs stehen bleibt und die Brücke verteidigt und überhaupt nicht erst rausläuft. Das heißt, wir würden auffallen wie ein Haufen bunter Hunde, wenn wir da rausmarschieren. Das Endurium-Core ist auch wohl scheinbar schneller, als es sein sollte, aus der Mine draußen, wenn es Alarm gibt. Dann müsste man dann die Tür blockieren, was ich dir vorhin sagen wollte, aber gerade nicht zugekommen bin. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Am Tor da hinten sehe ich an der Brücke 2 von den Hafajars. Einer an der Brücke, einer an dem Turm. Können wir nicht, wenn wir schnell sind, alle heimlich ausschalten und dann verschwinden? Beziehungsweise diese beiden nur? Dafür müssten wir erstmal allen beiden von unseren Leuten klar machen. Aber ja, prinzipiell könnten wir das. Wenn du den unten dann durch in den Rücken stößt, dann wird Rondrigian merken, was los ist. Geron muss dann, und soweit es geht, selbst klarkommen, dass wir ihm helfen können. Das Problem ist nicht Geron, das Problem ist der Typ neben Geron, der dann Alarm schlägt. Pass auf, ich stehe morgen Wache.
Wenn ich dann... Alrik! Wenn ich unten an der Brücke stehe oder auf dem Turm, weiß ich, was zu tun ist. Den Rest müssen wir wohl dann sehen. Geh! Okay, ich gehe jetzt. Oh Mann, tat das gut, ey. Junge, das nächste Mal nimmst du nicht so viel Zeit. Oskar und Perdido sind gerade vom Essen rausgekommen. Die haben es gesehen, dass ich hier alleine stehe. Okay, okay. Jalan ist ins Bett gegangen. Er muss schließlich morgen Wache stehen. Gut. Dann gebe ich jetzt Wascher einen letzten Moment, um irgendwas zu tun. Ja, ich, wenn ich hier am Wald entlang schleiche. Ich habe jetzt kein Duel mehr, ist das also keine Schwernisse, richtig? Laufe ich genau, mal richtig. Hier Richtung. Ich meine, Kasim ist halt nicht da, IT, also das ist, OT meine ich, das ist halt ein bisschen blöd zu ihm zu laufen, weil mit dem kann ich auch nicht reden. Ja, wenn du, also du kannst ihm halt Befehle geben, sowas wie, zünde deinen Frigifaxius oder sowas, aber... Als ob ich dir Befehle geben würde in meiner Position. Wenn du das machen willst, kannst du das tun. Auf keinen Fall. Kannst uns auch sterben lassen, ist okay. Du kannst auch sagen, benutzt Schalgatur. Gut, dann laufe ich einfach mal rüber zu ihm, auch wenn er nicht da ist. Ja, Kasim hier liegt immer noch im Gras, bemerkt dich dann auch. Er sieht wohl ziemlich müde aus, weil er jetzt sehr, sehr lange hier herumlag und nichts passiert ist und er sich bei so einer, ja, bei so einer Wache dann auch echt anstrengen muss. Kannst du noch sehen, wie dann 6 Amurojins irgendwo in den Bäumen sitzen und dich böse anfunkeln? Ansonsten. Psst, Kasim! Ja. Wie sieht's aus? Alles ruhig. Ich hab das Endorium schon. Reiß die Augen auf. Sie haben es mir gegeben. Und dann bin ich wieder weg. Ich frag mich, wo die bleiben. Wollten die nicht rauskommen, sobald wir es haben? Was ist denn da los? Seht ihr noch nicht raus? Ist doch schon keine Ahnung. Raus. Ich bin da unten diesen Weg da hinten über die Felsen. Ich weiß nicht, was mit den anderen ist. Vorhin sind 10 Leute raus. Sind wir jetzt schon fertig? Sind sie einfach rausmarschiert? 10 Leute? Ich weiß es nicht. Ich habe nur mitgekriegt, dass da jemand raus ist. Waren es unsere Leute? Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht erkennen. Ja, ich habe noch weniger gesehen. Ich war da hinten irgendwo und man fuchtelt mal so ein bisschen da. Wieso sind denn jetzt die 10 Leute raus? Einfach so. Einer hat einen Effort-Bart. Das war auf alle Fälle Herr Verleihungs. Und die anderen hast du nicht gesehen? Nein. Verdammt. Keine Ahnung, fertig? Mir hat auch niemand was gesagt. Sie haben mir das Endorium mitgegeben und weitere Befehle habe ich nicht bekommen. Ich warte schon viel zu lange auf ein Zeichen. Vielleicht hast du es nicht gesehen? Im Dunkeln? Nein. Bin noch nicht eingeschlafen oder so. Was ist denn, ich gucke ihn mal an, ob ich ihm glaube, dass er nicht eingepennt ist, weil das ist alles ein bisschen komisch. Okay.